Salut! În următorul videoclip vreau să vă prezint un joc care nu prea are nevoie de multe vorbe. Un joc care a fost o revelație în anul 2018 și anume Far Cry 5. Nu am crezut să găsesc un joc care să mă facă să joc cu plăcerea care jucam Far Cry 3, Far Cry 3 fiind jocul meu preferat. Pot să spun că am o colecție de aproape 100 de jocuri, dar tot Far Cry 3 rămâne jocul meu preferat. Dar acum vorbim despre Far Cry 5, un joc care de la început îți dă cu bâta de baseball în cap. Atâta e de bun, atâta e de bine realizat, încât pentru mine, din toate colecția care o am eu de Xbox One, jocul, mă refer, Far Cry 5 îl pun pe locul 1 până acum. Să vedem ce va fi cu Red Dead Redemption, dar deocamdată Far Cry 5 pentru mine rămâne primul loc. Dacă ați avut îndoieli, dacă ați avut întrebări că să-l cumpărați, să nu-l cumpărați, eu atât vă recomand ca acum, pe final de an 2018, să faceți tot posibilul să îl aveți la colecție, sau dacă nu aveți o colecție, să fie primul vostru joc cumpărat pentru consola Xbox One S, că aici mă refer la Xbox. Și ca să vă dați seama cât de mult apreciez jocul ăsta, se aude pe fundal acum, e a treia pere de pipnițe care o desfac în cinstea acestui joc. Berea care îmi place mie, berea de pipnițe, berea făcută de preoțime, trebuie băută alături de persoane de dragi, alături de o mâncărică bună sau când savurezi un film bun, carte bună, sau în cazul ăsta un joc bun. Și a începutul, vin agenții federali alături de șeriful regional ca să îl aresteze pe Joseph Seed, liderul unui cult care propovăduiește apocalipsa, care crede cu tărie în apocalipsa, apocalipsa fiind cam prost spus că apocalipsa înseamnă de fapt revelație, dar nu, lumea știe că apocalipsa înseamnă sfârșitul lumii, care crede în sfârșitul lumii. Bun. Ai șansa aici la începutul jocului, dacă ai răbdare, cred că 5 minute, să nu arestezi pe Joseph Seed. Termină jocul 10 minute și vezi inclusiv, cred că, un final, dar nu fac eu un videoclipul ăsta să vedem finalul ăsta. În videoclipul ăsta vreau să vă prezint cum se mișcă Far Cry 5, cum se aude Far Cry 5. Vă prezint un pic natura, o să mă axez acolo să vedeți apa, luciu, mă rog, cum lucește luna în apă și chestii din astea poate pentru voi simple. Ceea ce mi-a displăcut total, nu am văzut mișcarea copacului și a frunzei și așa cum am văzut la Far Cry primal. Totuși, la Far Cry primal, natura e covârșitoare. Da. Nu știu cât e pe store, 60 de euro, cred că. Eu am prins ocazia, am dat pe 30. Ah,
Probabil că s-a înțelept de microfonul mai înainte, nu știu exact. Nu vreau să mă repet că nu știu, dar eu așa am sesizat că s-a întrerupt. Aici aterizează ăștia și merg la biserică. Vreau să vă arăt, uite, niște chestii așa care chiar mi-au plăcut la început. Te uiți printr-un gard așa și vezi niște câini luptă, niște pitbull. Vezi cum se luptă. Deci micile astea detalii, micile care nu le găsești decât de joc bune sau foarte bune. Așa cum e cazul și la Far Cry 5. Eu unul nu vreau să vă plictisesc cu divagația mea de tema asta. Vreau să-mi savurez și o bere în liniște. Vă doresc vizionare plăcută. Dacă v-a plăcut videoclipul Thumbs Up, ca întotdeauna, subscribe și pe videoclipul următor. Ciao! Ganz ruhig, bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding, das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hudson. Alles ist in Ordnung. Gut, Gütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Eine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Losche. Was soll das denn? Wir wollen sowas hier nicht sehen. Oh, Marsha, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, hör los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, wir bitten. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur du Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na? Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nehmen Sie Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los! Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen.
Rookie, leg ihm Handschellen an. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. Lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich muss wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus, ja. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort los. Los, geht an!
raus hier! Ich dachte, dich hätt's erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh, Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher. Mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. Thank you.
gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Ich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Ich bin der Scheiße! Guter
Kist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur ein Licht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Was ist da los? Over! Irgendwer ist voll dead!
Bitte melden! Over! Eli? Mary? Jerome? Was ist da los? Over! Irgendwer ist False End! Bitte antworten, wenn mich jemand hört! Over! Eli? Eli, bist du da? Eli, hörst du mich? Hier ist Dutch! Bitte melden! Over! Eli? Gefängnis ist, bitte melden. Wie ist euer Status? Hallo? Hört mich keiner? Hallo? Eli? Eli, bist du da? Eli, hörst du mich? Hier ist das. Bitte melden. Over. Eli? Hört mich jemand? Hier ist das. Kommen. Ist da jemand? Ich sagte, hier ist... Hallo? Dieses verfluchte Scheißteil. Ich wiederhole, hier ist Dutch. Eli, Mary, Jerome. Ist da irgendwer? Verdammtes Scheißteil! Ich wiederhole, hier ist Dutch! Eli, Mary, Jerome! Ist da irgendwer? Over! Komm mal her, Deputy. Wir müssen reden. Gut, du hast was Passendes gefunden. Sollen wir loslegen? Komm mal her, Deputy. Wir müssen reden. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche, mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Sei vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben.
Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf diese Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out.
Wenn was kaputt ist, dann reparieren wir es. Wir sitzen nicht da und heulen rum. Ich habe mehr vom Glauben gelernt als jemals in der Schule.
Hirschfund. Das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach.